Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, heute kommt endlich das lang erwartete Berufe-Video, wo ich euch alle Berufe in WoW Classic mal vorstelle. Ich glaube, viele von euch fragen sich einfach, okay, welche Berufe lohnen sich, um am meisten Gold zu machen? Ja, mit welchen Berufen kann ich welche seltenen Rezepte oder Items bekommen? Und genau diese Fragen möchte ich in dem heutigen Video beantworten. Ja? Das heißt, wir werden von jedem Beruf uns mal eigentlich anschauen, welche allerkrankesten Rezepte können wir eigentlich am Ende bekommen und was können wir eigentlich mit dem Beruf für Vorteile für unseren Char bekommen. Genau. Ja, was sind Berufe eigentlich? Berufe sind quasi einfach Sachen, die ihr lernen könnt, ja, und damit könnt ihr Dinge herstellen oder Dinge farmen und die dann eben für euch selber verwenden oder auch an andere Spieler verkaufen. Genau, es gibt 9 Primärberufe in WoW Classic, davon könnt ihr 2 Stück erlernen. Das sind Bergbau, Ingenieurskunst, Schmiedekunst, Kräuterkunde, Alchemie, Kirschnern, Lederverarbeitung, Schneiderei und Verzauberkunst. Ja, davon könnt ihr quasi 2 Stück erlernen. Dann gibt es noch 3 Sekundärberufe, und zwar Erste Hilfe, Kochen und Angeln. Und die könnt ihr alle 3 zusätzlich zu euren 2 Primärberufen auch noch erlernen. Berufe fangen bei Level 1 an und haben einen maximalen Skill von 300. Das heißt, ihr müsst von 1 auf 300 hochleveln. Und jeder Beruf hat unterschiedliche Voraussetzungen, um ihn, um quasi einen weiteren Levelbereich freizuschalten. Genau, bei 75, 150 und 225 müsst ihr dann immer wieder zum Lehrer gehen und die nächsten Level quasi freischalten. Ja, da gibt es dann verschiedene Voraussetzungen, wie ihr die freischalten könnt. Manchmal müsst ihr irgendwelche Quests noch machen, manchmal müsst ihr einfach nur zum Lehrer gehen. Genau, wir sind heute hier in Ironforge am Start und wir werden uns quasi mal genau anschauen, wo ihr jeden Beruf auf der Ally-Seite in Ironforge erlernen könnt. Und damit fangen wir jetzt mal an. Wenn ihr euch fragt, wie ihr euren jeweiligen Berufelehrer überhaupt findet, ja, ist eine ganz einfache Geschichte. Ihr klickt einfach in eurer Hauptstadt eine Wache an und dann klickt ihr auf einen Lehrer für einen Beruf. Und dann werden euch quasi alle Berufe angezeigt, die ihr erlernen könnt. Und dann müsst ihr einfach nur auf den jeweiligen Beruf draufklicken. Und dann wird euch oben rechts auf eurer Minimap ein kleines Symbol angezeigt, wo dann eben quasi der jeweilige Berufslehrer zu finden ist. Ja, und dann müsst ihr quasi einfach nur noch dahin gehen. Ja, Freunde der Nacht, den ersten Beruf, den wir uns heute anschauen möchten, ist Bergbau. Bergbau ermöglicht das Abbauen von Erzvorkommen in der offenen Welt mit einer Spitzhacke. Diese könnt ihr beim Bergbau-Bedarfslieferanten einfach kaufen. Und wenn ihr den Beruf erlernt habt beim Lehrer, könnt ihr die Fähigkeit Erzanzeigen aktivieren. Und dann werden euch alle Erze auf eurer Minimap angezeigt und ihr könnt die dadurch quasi leichter finden. Die Erzvorkommen, die ihr abbaut, könnt ihr anschließend zu Barren einschmelzen und diese entweder direkt verkaufen. Oder falls ihr zum Beispiel Schmiedekunst oder Ingenieurskunst als zweiten Beruf habt, könnt ihr die natürlich dann auch weiterverarbeiten und euch selber damit Gegenstände herstellen oder auch die Gegenstände an andere Spieler weiterverkaufen. Genau, jetzt haben wir quasi gerade den Lehrer erreicht. Ja. Ich gehe einfach hier hin, klicke ihn an und kann dann eben Bergbau erlernen. Ja, Bergbau hat einen relativ hohen Farmaufwand, finde ich. Da ist natürlich ein klassischer Sammelberuf. Das heißt, ihr müsst auch, um eure Erze zu bekommen, in der offenen Welt herumgehen. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, ein hoher Farmaufwand. Jetzt haben wir quasi hier auch den Bergbaubedarfslieferanten auch erreicht, wo wir eben hier, wie ihr sehen könnt, die Spitzhacke kaufen können, die halt sehr wichtig ist, um einfach damit die Erze eben auch abzubauen. Das Goldpotenzial bei Bergbau ist mittel bis hoch, finde ich, da sich ja, die Barren schon verkaufen, würde ich sagen, aber auch nicht so mega wertvoll werden. Ja. Interessanter sind dann vielleicht noch die Arkankristalle, auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Da ist eigentlich schon eine konstante Nachfrage eigentlich, wenn man die eben auch für die Arkanitbarren braucht. Und diese Arkankristalle können eben in reichen Thoriumvorkommen gelootet werden. Ja, da kommen die drin vor, das sind quasi die höchsten Mineralien, die ja in der offenen Welt finden könnt und die sind quasi auch in den höchsten Levelgebieten auch anzufinden. Ja, das meiste Gold wird wahrscheinlich durch den Verkauf von Arkankristallen reinkommen, die man eben für die Arkanitbarren benötigt, die man dann wiederum auch für viele wichtige Gegenstände in WoW Classic benötigen wird. Gerade am Anfang vom Spiel werden sich viele wahrscheinlich den Arkanitschnitter herstellen wollen. Eine sehr gute Zweihandwaffe, vor allem für Krieger und Retri-Paladine. Sobald man dann die ersten Waffen aus Molten Core bekommt, wird der Wert von den Arkankristallen ein bisschen runtergehen, denke ich mal. Aber man kann schon sagen, dass die Bergbauleute durchaus ein angemessenes Einkommen auch die komplette Zeitspanne von WoW Classic damit machen werden. Meine Klassenempfehlung wäre auf jeden Fall vor allem Krieger und Paladin,
Aber generell sind auch alle anderen Klassen eigentlich gut möglich. Ich denke auch viele Farm-Twinks werden sich den Beruf gönnen. Ja, dann irgendwie, keine Ahnung, Bergbau, Kräuterkunde auf dem Twink oder so. Und dann kann man halt damit gut farmen. Ja, warum vor allem Krieger und Paladin? Einfach weil diese beiden Klassen auch traditionell sehr oft Schmiedekunst auch nehmen werden. Und hier hat man einfach eine relativ gute Synergie, eine gute Kombi, dass man sich dann eben halt mit Bergbau und dass man sich mit Bergbau quasi dann die Materialien für Schmiedekunst selber erfarmen kann und dann eben auch die Plattenrüstung oder wie auch immer dann auch mit dem Krieger und Paladin halt auf jeden Fall auch tragen kann, weil man halt auch wirklich alle Rüstungen bis zur Plattenrüstung halt eben auch tragen kann. So, kommen wir zu den wichtigsten Rezepten bzw. Gegenständen von Bergbau. Wie gesagt, wir fangen hier mit der Spitzhacke an. Die braucht ihr einfach, ja, sonst könnt ihr keine Erze looten. Von daher, die müsst ihr euch auf jeden Fall am Anfang kaufen. Ja, an der Stelle hier nochmal das Bild von dem reichen Thorium vorkommen, damit ihr quasi auch eine Vorstellung habt, was ihr dann am Ende auch farmen müsst. Ja, das ist quasi das wichtigste Vorkommen, was ihr irgendwie finden könnt. Das ist dann meistens, wie gesagt, in den höher leveligen Gebieten vorhanden. Und in diesem Vorkommen sind dann eben auch diese sogenannten Arkankristalle vorhanden, die ich gleich noch zeigen werde. Genau, und hier sehen wir jetzt quasi den eben erwähnten Arkankristall, der eben in dem reichen Thoriumvorkommen vorhanden sein kann, wenn ihr die abbaut. Und ja, macht euch darauf gefasst, dass die natürlich nicht in jedem Vorkommen drin sein werden. Ja, wir sind schon relativ selten. Von daher freut man sich auf jeden Fall, wenn man da mal einen findet, weil das bedeutet dann halt wirklich in vielen Fällen, dass man direkt ja, so 15 bis 20 Gold ungefähr gelootet hat. Und abschließend hier dann auch nochmal die Arkanitbarren, die wir dann eben mit dem Arkankristall herstellen können. Ja, das sind quasi sehr, sehr wertvolle Barren. Ich glaube, einer ist dann so 25 bis 30 Gold ungefähr wert. Hängt auch immer wieder von der Serverökonomie ab, wie viele Erze und so weiter vorhanden sein werden. Und die sind unter anderem auch sehr wichtig, zum Beispiel, um sich Thunder Fury zu bauen oder auch den Hammer von Ragnaros. Also die braucht man eben nicht nur für diese Waffen wie den Arkanitschnitter am Anfang, sondern eben auch das ganze Spiel hindurch. Die Arkanitbarren könnt ihr allerdings mit Bergbau nicht selber herstellen, sondern das kann nur ein Alchemist machen, ja, und auch nur alle paar Tage ungefähr. Das heißt, ihr habt quasi nur eine wichtige Ressource mit dem Arkankristall für die Arkanitbarren. Ihr könnt sie aber nicht herstellen. Dafür muss man, wie gesagt, Alchemie haben. Und das spiegelt auch wieder so ein bisschen das schon wieder, was jetzt öfter noch vorkommen wird, ist einfach die Berufe untereinander oft miteinander verbunden sind. Jo, Leute, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Beruf, der Ingenieurskunst. Ja, wir werden es auch hier wieder zum Trainer begeben in Ironforge. Und mit Ingi könnt ihr quasi ja, nützliche Ausrüstungsgegenstände und Trinkets und Granaten, solche Geschichten herstellen, die sowohl im PvP als auch im PvE sehr hilfreich sein können. Man sagt doch eigentlich, Ingenieurskunst ist eigentlich so der beste Beruf für Hardcore-PvE-Spieler, weil man damit einfach so seinen Schaden schon erhöhen kann. Ja, gerade durch den Goblin Vapor Charge blende ich euch hier mal ein, der einfach sehr viel AOE-Damage machen kann. Das kann schon bei einigen Kämpfen echt den Unterschied machen. Und genau, es gibt bei Ingenieurskunst zwei verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Und zwar einmal der Goblin-Ingi und einmal der Gnomen-Ingi. Und je nachdem, für welche Richtung man sich quasi entscheidet, kann man dann eben auch verschiedene Dinge herstellen und verwenden. Genau, wir sind jetzt quasi hier beim Trainer angekommen, können den Beruf hier einfach erlernen und wir werden gleich noch zum Ingenieursbedarfshändler wieder gehen. Und da können wir uns dann quasi eben, glaube ich, noch den Schmiedehammer oder so kaufen. Den brauchen wir eben auch, um dann verschiedene Dinge herzustellen. Einige Gegenstände, die wir dann aber auch noch brauchen, um höherlevelige NG-Items herzustellen, müssen wir uns quasi selber erst noch herstellen. Irgendwelche Schraubenzieher und solche Geschichten. Das werdet ihr dann aber auch alles quasi sehen, wenn ihr den Beruf erlernt habt. Joa, generell gibt es einen relativ ja, mittleren Farmaufwand, kann man eigentlich sagen, bei dem Beruf. Es ist kein klassischer Sammelberuf, wo ihr irgendwie fett farmen müsst oder so, sondern ihr müsst overall nur 21 Rezepte sammeln, dann habt ihr quasi alle und von daher ein mittlerer Farmaufwand. Was das Goldpotenzial angeht, ist es halt leider so mit Ingi, dass man da nicht wirklich Gold mitmachen kann. Außer die Goblin Zapper Charges, die ja noch eine relativ konstante Nachfrage haben, kann man eigentlich nicht wirklich was verkaufen. Zielfernrohre ist auch noch so eine Geschichte, die kann man halt theoretisch gesehen auch verkaufen, sind aber gefühlt jetzt auch nicht so mega wertvoll. Ja, und das Problem ist halt einfach, dadurch, dass so mega viele Leute in G gehen werden, hat man halt einfach auch eine fette Competition am Start, was es natürlich einfach nochmal schwieriger machen wird, mit dem Beruf overall viel Gold zu verdienen. Klassenempfehlung. Ja, für wen lohnt sich Ingenieurskunst? Ich würde sagen, tendenziell eigentlich für alle.
Am meisten vielleicht für die Krieger, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber overall kann man einfach sagen, Engie ist einfach für jeden, der PvP machen möchte, in einem ernsthaften Bereich auch wirklich ein absolutes Must-Have. Sehr, sehr stark im PvP, im PvE ebenso. Wie gesagt, viele Dinge erhöhen wirklich euren Schaden, vor allem bei Kämpfen mit vielen Gegnern und so weiter. Von daher kann ich den Beruf wirklich eigentlich nur jedem ans Herz legen. Warum vor allem Krieger? Ja, weil natürlich jetzt Krieger vor allem im PvP oft mal Probleme haben können, an den Gegner ranzukommen oder diese kleine Distanz zu überbrücken, die man eben braucht, um wieder an ihm ran zu sein. Ja, und da eignen sich halt einfach so Granaten und Netze und einige andere Gegenstände von dem Engie-Beruf sehr gut, um diese Gap quasi zu überbrücken. Und deswegen sage ich halt immer, Krieger eignen sich besonders gut, um quasi Ingenieurskunst zu erlernen. Ja, kommen wir zu den wichtigsten Gegenständen von Ingenieurskunst, beziehungsweise auch den wichtigsten Rezepten. Hier ganz vorne mit dabei auf jeden Fall die Good Old Iron Grenade, die Eisengranate auf Deutsch. Ihr seht, hier fügt ein bisschen Feuerschaden zu, aber das viel Wichtigere ist, die stunt den Gegner für 3 Sekunden in einem Umkreis von 3 Metern. Ja, und was noch wichtiger ist eigentlich, man kann diese Granate werfen, während man sich bewegt. Ja, das ist vor allem im PvP unglaublich viel wert. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Granate auch zum Teil anderen Granaten vorgezogen wird, weil man sie eben in der Bewegung casten kann. Ja, ist einfach sehr stark, um einfach, wie gesagt, bei Kriegern, um die Entfernung zu dem Caster-DPS oder so zu überbrücken, um wieder ranzukommen einfach, ja, um Gegner zu stunnen einfach. Gibt es viele, viele Möglichkeiten, um sie einzusetzen, um Schurken aus der Verstohlenheit zu holen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Granate, ein sehr wichtiges Item fürs PvP. Und jeder gute PvP-Spieler wird auf jeden Fall mit diesen Granaten rumrennen. Ja, kommen wir zum nächsten Item, der Goblinschen Pioniersprengladung oder auf Englisch der sogenannten Goblin Zapper Charge. Er macht sehr viel Schaden, seht ihr, bis zu 57 Schaden an allen Gegnern in eurem Umfeld. Macht auch ein bisschen Schaden an euch selber, das ist aber nicht so mega schlimm eigentlich. Und wie gesagt, im PvP sehr stark, um ja, ganze Gegnergruppen wegzubomben. Im Grunde genommen sieht man immer mal wieder so in Massenschlachten und im PvE eben auch extrem stark. Bei einigen Bosskämpfen, wo Adds spawnen, keine Ahnung, zum Beispiel Nefarian in BWL oder auch bei diesem Glibber-Burster in Akku 40, wo dann die ganzen Adds kommen und so weiter, extrem stark. Von daher, ja, einfach ein sehr, sehr starkes Item für PvE und PvP. Ja, 2 weitere sehr wichtige Ingi-Items, sehr nützliche Items sind die Transporter. Ja, hier muss man nochmal unterscheiden. Die linke Variante kommen alle Gnomen-Ingis und die rechte alle Goblin-Ingis. Alle Gnomen-Ingis können sich nach Gadgetzern in Tanaris porten. Alle 2 Stunden war es, glaube ich, oder 3 Stunden. Und alle Goblin-Ingis eben auch alle 2 Stunden nach Everlook in Winterspring. Ja. Generell kann man hier schon sagen, dass sich der Gnomen-Port ja, meistens ein bisschen mehr lohnt, weil man einfach in Gadgetzern dann quasi sehr, relativ nah an Silithus dran ist und gerade im späteren Verlauf, wenn dann eben Akku freigeschaltet wird, kann man eben relativ einfach zum Raid kommen. Overall kann man auch sagen, dass einfach die Möglichkeit, überhaupt einen Port zu haben in Vanilla, sehr wertvoll ist, ja, denn mit Ausnahme vom Magier und der sich halt wirklich in jede Stadt porten kann und eben auch dem Druiden und dem Schaman, die noch eine weitere Möglichkeit haben, gibt es kaum Möglichkeiten, um sich relativ schnell von Kontinent zu Kontinent zu bewegen. Von daher ist es einfach unglaublich geil, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, euch einfach auch noch nach Gadgetzern oder eben Everlook porten zu können. Ja, die Reflektoren sind auch sehr gute Ingi-Items, die es euch eben ermöglichen, den jeweiligen Zauber auf seinen Caster zurückzuwerfen. Wir haben hier 3 verschiedene, einmal für Schattenzauber, einmal für Frost und einmal für Feuerzauber. Und die sind halt eben im PvP sehr, sehr mächtig, weil man dann einfach quasi ja, den Zauber zu seinem Caster zurückwerfen kann. Und weitere wichtige Gegenstände vom Ingi seht ihr hier noch. Hier sind sehr viele Dinge noch fürs PvP relevant. Einige Sachen auch noch fürs PvE, wie zum Beispiel das Goblin-Überbrückungskabel oder eben auch der Feldreparaturbot, womit der gesamte Raid einmal reparieren kann. Ja, gerne einfach nochmal durchlesen. Wir machen weiter mit dem nächsten Beruf, und zwar der Schmiedekunst. Schmiedekunst ermöglicht euch die Herstellung von Schweren und Plattenrüstungen sowie von Waffen für eure Charaktere. Die Materialien bekommt ihr wieder über Bergbau oder über das AH. Und genauso wie beim Ingi sind auch hier weitere Spezialisierungen möglich. Ihr könnt zum Beispiel Rüstungsschmied oder Waffenschmied werden. Und als Waffenschmied könnt ihr noch weitere Spezialisierungen anstreben, wie zum Beispiel Schwert, Kolben oder Axtschmied. Ja, der Farmaufwand beim Schmiedekunstberuf ist relativ hoch. Es gibt insgesamt
52 Rezepte, die ihr erfahren könnt. Von daher, da werdet ihr schon eine Weile für brauchen. Gleichzeitig ist das Goldpotenzial leider relativ niedrig. Einfach daher, dass viele Gegenstände, die man herstellen kann, wirklich unglaublich teuer sind von den Anschaffungskosten her und viele dann doch einfach sich mit den Pre-Built-Items zufrieden geben, beziehungsweise da man auch relativ schnell eigentlich in Molten Core reinkommt, dann eben auch sich die Molten Core-Waffen und Rüstungen und so weiter holen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, was jetzt zum Beispiel Feuer-Resi-Gear angeht, was halt wirklich dann die Maintenance benötigen, was theoretisch gesehen mehr Leute benötigen würden. Allerdings gibt es dann halt auch oft so interne Bestrebungen in den Gilden, wo es dann einfach intern geregelt wird und leider nicht wirklich so ein Markt für entsteht für die Dinger, ja. Klassenempfehlung ist auf jeden Fall Krieger und Paladin, also die typischen Plattenrüstungsträger auch wieder. Ja, einfach weil ihr dann quasi das Gear für euch selber herstellen könnt. Und gerade so ein Main-Tank, wie gesagt, ja, für den Main-Tank ist schon relativ chillig, wenn er sich eben sein eigenes Feuerresi-Gear selber herstellen kann. Ja, kommen wir zu wichtigen Rezepten bei Schmiedekunst. Was auf jeden Fall am Anfang sehr relevant ist, ist der sogenannte Arcanid-Schnitter, ja, der Arcanid Reaper. Eine sehr berüchtigte Waffe, die vor allem für Krieger sehr stark ist am Anfang. Und das Rezept dafür bekommt ihr, glaube ich, in LBRS, also in der Lower Blackrock Spire im Blackrock. Und dann könnt ihr auf jeden Fall gut Gold mitmachen, wenn ihr euch das Rezept am Anfang krallen könnt. Weil wie gesagt, gerade für Krieger, die sehr viel PvP machen wollen, eine sehr, sehr starke Zweihandwaffe. Nightfall, ja, oder auf Deutsch Nachtlauer, ja, auch eine sehr interessante Waffe, die man als Axtschmied herstellen kann. Empfiehlt sich vor allem für Retri-Paladine, ja. Wenn ihr euch überlegen solltet, eventuell einen Retri-Paladin mit in euren Raid mitzunehmen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr eben diese Nightfall-Waffe hier nimmt, denn dadurch wird quasi immer dann der Spell-Damage, den der Boss bekommt, um 15% erhöht. Und es kann sich schon lohnen, wenn ihr sehr viele Caster mit dem Raid habt. Ja, und diese Plattenbeine sind auf jeden Fall sehr, sehr stark für alle PvE-DPS-Krieger da draußen. Ja, 2 Hit, 1 Crit und 30 Stärke sind auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich weiß nicht genau, wann das Item verfügbar wird. Ich glaube, es kommt erst ein bisschen später. Aber dann ist auf jeden Fall ein Item, was man sich auf jeden Fall gönnen sollte. Ich glaube, es ist auf jeden Fall best in Slot für eine gewisse Zeit lang und kann, wie gesagt, auch einen Schmied herstellen. Ja, und das wahrscheinlich wichtigste Item, was ein Schmied herstellen kann in WoW Classic, ist der sogenannte Löwenherzhelm, der quasi durch das komplette Spiel hindurch, bin ich der Meinung, das best in Slot Item für DPS Fury Krieger sein wird. Von daher, da wird es auf jeden Fall immer eine Nachfrage geben und das lohnt sich auf jeden Fall auch, dieses Item sich herzustellen. Und wenn man das Rezept relativ früh bekommen kann, kann man damit schon ein bisschen Gold machen. Ja, hängt immer davon ab, wie viele das dann auch gleichzeitig haben werden, aber auf jeden Fall eines der wichtigsten Rezepte für den Schmied. Wichtig beim Schmied sind auf jeden Fall auch noch die verschiedenen Schleifsteine, die man sich herstellen kann. Hier haben wir den besten, den Elemental Sharpening Stone, der eben die Crit-Chance auf eurer Waffe um 2% erhöht. Den könnt ihr quasi auf beide Waffen machen und ist ein sehr, sehr guter Buff. Und die Teile könnt ihr auch relativ gut im AH eigentlich verkaufen und damit auch noch ein bisschen Gold machen. Ich weiß nicht genau, ob man ihn auf Horde-Seite auch mit Windfury stacken kann, ja, aber auf Ali-Seite haben auf jeden Fall alle Fury-Krieger immer diese Schleifsteine auf beiden Waffen aktiv. Und abschließend hier noch einige weitere wichtige Gegenstände beim Schmied. Ja, hier zum Beispiel den Sylphuron-Hammer kann man eben auch herstellen als Schmied. Wo man dann natürlich aber auch noch den Drop von Ragnaros braucht, um dann wirklich auch die Legendary herzustellen. Die gleißende Mithril-Insignia auch nicht schlecht. Fürs PvP kann man sich viel immun machen. Und der Helm der Weißen Seele auf jeden Fall auch im Early-Game ein relativ guter Healer-Helm. Ja, ja. Jo, Freunde der Nacht, wir fackeln jetzt nicht lange, machen direkt weiter mit Kräuterkunde. Kräuterkunde ermöglicht euch das Ernten von Kräutern in der offenen Welt. Ja, wenn ihr den Beruf erlernt habt, dann müsst ihr einfach auch nur in den Fähigkeiten wieder Kräuteranzeigen aktivieren und ihr seht quasi die Kräuter auf der Minimap und könnt dementsprechend dann diese Kräuter sammeln. Genau, die Kräuter könnt ihr anschließend mit dem Beruf Alchemie zu mächtigen Tränken weiterverarbeiten zum Beispiel oder einfach im AH verkaufen. Ja, der Farmaufwand ist relativ hoch, weil es natürlich ein klassischer Farmberuf ist wieder. Ja, da müsst ihr sehr viel rumrennen in der offenen Welt. Das Goldpotenzial wiederum ist sehr, sehr hoch, da man die Kräuter eben für viele, viele wichtige Tränke braucht. Und die Tränke braucht man eben für die Raids dann wiederum. Und da sehr viele Leute raiden werden, ist ein unglaubliches Goldpotenzial hier vorhanden an der Stelle. Weshalb ich mir wahrscheinlich mit meinem Mainshare auch Kräuterkunde gönnen werde, weil ich einfach ja, sehr viele Möglichkeiten sehe, damit Gold zu machen.
Klassenempfehlung würde ich an der Stelle sagen, auf jeden Fall Druide und Jäger eignen sich super, ja, weil ihr einfach den schnelleren Movement Speed habt, mit der Reisegestalt oder auch mit dem Aspekt, es gibt Paden, glaube ich, und viele Kräuter oft dicht beieinander sind, und dann kann man einfach, ja, als Druide oder Jäger einfach, muss man nicht extra aufmauten, sondern kann so relativ schnell dahin. Ja, das mache ich ein bisschen blöde mit allen anderen Klassen. Generell kann man aber trotzdem sagen, dass sich Kräuterkunde eigentlich für jeden lohnt. Ja, für den Schurken auch nochmal im Besonderen vielleicht, weil man einige Kräuter auch dann für Materialien, also auch Materialien sind für wichtige Schurkentränke, wie zum Beispiel, oder Schurken-Consumables mehr oder weniger, wie zum Beispiel der Disteltee beim Kochen oder auch das Blendungspulver. Da braucht man eben auch Kräuter, die man dann sich selber einfach erfarmen kann. Meine persönliche Meinung zu Kräuterkunde ist einfach auch, dass es echt ein richtig geiler Beruf ist, um in der offenen Welt halt eben Gold zu machen. Ja, wenn ihr einfach jemand seid, der keinen Bock hat, in Ironforge rumzustehen den ganzen Tag und dann irgendwie rumzustehen und da halt Gold zu machen oder euer Gold immer hart zu machen, dann ist auf jeden Fall Kräuterkunde ein cooler Beruf, weil man einfach auch in der offenen Welt unterwegs ist und eben dabei auch World PvP machen kann und eben auch sein Gold verdienen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass die Raid-Consumables immer gebraucht werden. Ja, das heißt, die komplette Zeit von WoW Classic werden die Leute raiden gehen. Das heißt, es werden immer die Tränke benötigt und dementsprechend werden eben auch immer die Kräuter dafür benötigt. So, fangen wir direkt mit den wichtigsten Kräutern an im Kräuterkundeberuf. Und zwar hier haben wir dann direkt den schwarzen Lotus, also den mit Abstand am wertvollsten, was ihr da so sammeln könnt. Die sind auch relativ selten natürlich, kommen nur in den höheren Levelgebieten vor und werden wahrscheinlich auch sehr stark umkämpft sein. So die typischen Spawnpunkte davon sind eigentlich bekannt. Ja, da wird auch wieder die Frage, so, ob die an den gleichen Stellen spawnen werden. Bin ich mal gespannt drauf. Und die sind halt auch sehr wichtig, weil man sie eben für verschiedene Flasks nachher braucht. Ja, für sehr, sehr mächtige Tränke, die ihr mit Alchemie herstellen könnt. Und dementsprechend werden ja diese schwarzen Lotusteile wahrscheinlich echt so bis zu 100 Gold vielleicht sogar wert sein, je nachdem, was man für eine Ökonomie hat auf dem Server. Und das ist echt euer Top-Goal, dass euch quasi möglichst viele davon erfarmt. Und jedes Mal, wenn man einen findet, dann feiert man sich auf jeden Fall direkt. Und die Schorken unter euch können sich auf jeden Fall auf diese beiden Kräuter hier freuen, auf die Flitzdistel und auf das Blastblatt. Ja, die ihr quasi beide für sehr wichtige Consumables für den Schorken benötigt. Einmal für den Disteltee, der euch für die 100 Energy gibt. Und einmal natürlich für das Blendungspulver. Genau, quasi wenn ihr Schurke seid, dann lohnt sich Kräuterkunde, finde ich halt auch extrem, weil ihr euch dann einfach diese Kräuter selber farmen könnt. Genau, was auch noch nice ist, ab Phase 4 kann man sich in Zul'Gurub das sogenannte Blattwein, ja, beziehungsweise die Blutreben aus den dort vorhandenen Kräutern quasi holen. Also jede Pflanze, die in Zul'Gurub dann quasi spawnt, hat eine Chance, wenn ihr die lootet mit Kräuterkunde, dass da eben so eine Blutrebe drin ist, und die braucht man dann wiederum auch für einige sehr gute Gegenstände, und die werden auch an sich relativ viel wert sein. So, da ist dann auch einfach noch ein gutes Nebeneinkommen für euch. Wenn ihr dann zum Beispiel auch noch so eine Klasse wie Druide oder Schurke spielt und quasi Verstohlenheit habt, dann könnt ihr relativ cool in Zul'Gurub eben auch noch euer Gold machen. Aber das ist dann erst ab Phase 4 relevant. Ja, und abschließend hier nochmal ein paar Kräuter, die auch relevant sind im Kräuterkundebereich, die ja auch für viele wichtige Tränke benötigt und die auch ja relativ viel wert sind eigentlich. Natürlich nicht annähernd so viel wie der schwarze Lotus, aber die man auch in größeren Stacks auch wirklich für sehr viel Gold im AH dann auch verkaufen kann. So, machen wir weiter mit dem nächsten Beruf, und zwar der Alchemie. Alchemie ermöglicht euch die Herstellung von Tränken, die euch vielfältige nützliche Effekte verleihen. Manche heilen euch, manche machen euch für gewisse Zeit immun oder manche stärken einfach eure Werte. Um Tränke herzustellen, braucht ihr sogenannte Phiolen. Ja, die bekommt ihr einfach beim Kräuterkundehändler oder auch beim Alchemiehändler. Zudem natürlich noch verschiedene Kräuter, welche ihr durch den Beruf Kräuterkunde sammeln könnt. Mit Alchemie könnt ihr sehr, sehr starke Tränke herstellen, wie zum Beispiel die verschiedenen Flasks auch. Ja, die Flask of Supreme Power zum Beispiel gibt euch 150 Spell Damage für 2 Stunden, was schon sehr, sehr mächtig ist, und der Effekt bleibt auch erhalten, obwohl ihr sterbt. Aber da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Der Farmaufwand bei Alchemie ist eigentlich ja relativ niedrig. Es sind insgesamt 29 Rezepte, die ihr farmen könnt. Und die kann man eigentlich relativ ja, gut bekommen. Das Einzige, was ein bisschen problematisch sein könnte, ist, wie gesagt, diese 3 Flask-Rezepte zu bekommen, da die nur bei Bossen in Dungeons droppen
und auch eine sehr geringe Drop-Chance haben und natürlich auch immer noch andere Leute dabei sein werden, die dann eben auch haben wollen. Meistens sind die immer so nach ein paar Monaten dann im Aha für, ja, zum Teil wirklich 1000 Gold aufwärts zu kaufen. Das Goldpotenzial von Alchemie ist sehr, sehr hoch, finde ich, da in WoW Classic sehr viele Leute raiden wollen, dementsprechend immer wieder Tränke haben wollen, Tränke einkaufen werden aus dem Aha und so weiter. Von daher, da werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Gold machen können mit dem Beruf, weswegen ich auf jeden Fall auch mir wahrscheinlich einen Trink erstellen werde, der dann auch Alchemist sein wird. Klassenempfehlung, auch an der Stelle wieder alle Klassen eigentlich, gibt es keine Klasse, die dann nicht empfehlenswert wäre. Wie gesagt, dann könnt ihr einfach sehr viel Gold mitmachen und die Tränke könnt ihr in vielen Bereichen gebrauchen, im PvP, im PvE, ja, von daher Klassenempfehlung auf jeden Fall an alle. Wie gesagt, sehr viele Leute werden in Classic raiden, ja, von daher wird es eine unglaubliche Nachfrage nach Tränken geben. Und in vielen Gilden ist es auch Voraussetzung, dass man gewisse Tränke mitbringt zum Raid. Das heißt, die Leute werden quasi schon mehr oder weniger gezwungen, die dann auch zu kaufen. Viele kaufen die noch immer im AH auf dem letzten Drücker und so weiter. Da kann man auch ein bisschen mit rumspielen, dann auch die Preise erhöhen und so weiter. Und ja, auf jeden Fall wirklich ein richtig guter Beruf, um potenziell sehr viel Gold zu machen. Ja, kommen wir zu den wichtigsten Rezepten und Gegenständen von Alchemie. Wie gesagt, die leere Fiole braucht ihr einfach, um überhaupt einen Trank da reinzufüllen. Da gibt es dann noch höhere Versionen von, ja, das ist jetzt auch mal nicht so interessant. Ja, stell dich einfach nur vor, ihr braucht immer diese Fiolen und irgendwelche Materialien, um eben die Tränke herzustellen. Ja, kommen wir hier direkt zu den drei Flask-Rezepten natürlich an der Stelle. Wie gesagt, relativ schwer zu bekommen, die drei. Da würde ich mir auf jeden Fall jemanden in der Gilde holen, ja, eine Person eures Vertrauens, der dann quasi diese Rezepte auch alle für die Gilde hortet. Und vor allem das Fläschchen der Titanen, sehr wichtig für eure Main-Tanks, ja, damit die quasi auch bei gewissen Bossen einfach überleben. Und ja, für jedes Rezept braucht man quasi einen schwarzen Lotus zur Herstellung. Das heißt, die werden auch, ja, wahrscheinlich so um die 100 Gold pro Fläschchen letztendlich im AH wert sein, ja. Wenn ihr die drei Rezepte bekommen könnt, und auch genug, ich sag mal, Gold habt, um euch auch vielleicht die Materialien zu kaufen und die herzustellen, könnt ihr sogar auch damit ein bisschen Gold einfach machen, indem ihr diese Tränke dann einfach nur verkauft. Und ja, das ist, denke ich mal, so eine der wichtigsten Eigenschaften vom Alchemieberuf. Ja, kommen wir hier zu den weiteren sehr wichtigen Tränken, vor allem im PvE. Ja, wir fangen ja an mit dem erheblichen Mana-Trank, vor allem für die Heiler sehr wichtig im PvE, damit ihr einfach immer wieder euch Mana machen könnt. Dann hier der erhebliche Heiltrank für jeden DPSler da draußen, ja. Wenn man gerade mal keinen Heal bekommt, kann man sich einfach mit so einem Trank wieder hochhealen. Der begrenzte Unverwundbarkeitstrank ist auch nicht schlecht, wenn man mal Aggro pullt als Krieger oder als Warlock zum Beispiel. Wenn man da keine Möglichkeit hat, wirklich wie einen Magier oder so in den Eisblock zu gehen, bis der Boss wieder abhaut oder so, kann man mit dem Trank manchmal dann echt einen Wipe verhindern, weil man dann eben die Aggro auch wieder los wird in dem Moment. Dann haben wir noch den großen Wuttrank, vor allem für Krieger natürlich sehr interessant. Dann bekommt man einfach so ein bisschen Wut. Den großen Feuerschutz und den großen Naturschutztrank, die sind auch sehr stark im PvE. Ja, der der Feuerschutztrank natürlich in Ragnaros Kampf, also in Molten Core. Und der absorbiert einfach dann noch ein bisschen Feuerschaden. Und der Naturschutztrank dann quasi später in AQ auch bei einigen Bossen wichtig. Ja, die werden auch am Anfang, gerade diese großen Feuerschutztränke, werden am Anfang wirklich sehr, sehr stark nachgefragt. Und am Ende auch noch der sogenannte Restorative Potion hier, der quasi einen Debuff, einen Magie-Debuff entfernt alle 5 Sekunden. Auch bei einigen Bossen relevant im PvE, aber auch sehr gut im PvP gegen Hexenmeister zum Beispiel, um verschiedene Debuffs einfach zu entfernen. Ja, 2 weitere wichtige Tränke, vor allem im PvP, sind der Trank der freien Aktion und der Trank der lebhaften Aktion. Der Trank der freien Aktion ermöglicht es euch, 30 Sekunden lang immun gegen jegliche bewegungseinschreckende und Betäubungseffekte zu sein. Das heißt, ihr könnt nicht mehr gestunt werden, nicht mehr geroutet, nicht mehr genovert, nicht mehr verlangsamt werden. Ja, das ist schon sehr krank, gerade im BG für einen Krieger oder so, ne, der dann einfach mal den Trank zieht, der kann dann wirklich einfach rumrennen und alles zerhacken, gefühlt. Der Trank der lebhaften Aktion ist ein bisschen unbekannter, ist aber auch sehr stark. Damit könnt ihr bereits bestehende Stunts auf euch entfernen. Also angenommen, ihr spielt Schurken, ein anderer Schurke eröffnet auf euch mit einem Stun. Da kommt ihr nicht raus mit eurer Insignie, könnt dann aber den Trank verwenden, den Stun damit entfernen und ihn zum Beispiel blinden. So, und abschließend haben wir hier noch 4 interessante Rezepte beim Alchi. Und zwar einmal natürlich das sehr wichtige Arkanit transmutieren, was ich am Anfang bei Bergbau erwähnt habe, wo ihr quasi da die Arkankristalle looten konntet aus dem reichen Porium-Vorkommen.
Die könnt ihr dann eben quasi hier mit einem Thoriumbaren und einem Kahnkristall, wenn ihr Alchemist seid, transmutieren. Ich glaube, das hat dann eine Abklingzeit von ungefähr 2 Tagen. Ja, und könnt quasi, wenn ihr euch die Sachen im AHA kauft, dann immer nochmal so 5 Gold ungefähr Gewinn machen, wenn ihr dann den Barren eben vertickt. Oder ihr farmt euch die Dinger einfach vorher selber. Ja, Elixier des Mondes und Elixier der Riesen sind beliebte PvE-Buff-Tränke einfach, die euch ein bisschen stärker machen, ein bisschen mehr AG geben, ein bisschen mehr Crit, ein bisschen mehr Stärke. Und das Rezept Luft zu Feuer transmutieren, einfach nochmal ein Beispiel, dass ihr eben auch noch andere Dinge mit dem Alchemie-Beruf transmutieren könnt. Wir machen weiter mit dem nächsten Beruf, und zwar dem Kirschnern. Kirschnern ermöglicht das Häuten von Tieren, nachdem ihr diese gekillt und gelootet habt. Typische häutbare Mobs sind alle Formen von Raubkatzen und Hunden, Bären, Krokodile und Dinosaurier. Dafür müsst ihr einfach ein Kirschnermesser beim Kirschnerhändler kaufen, da gehen wir gleich hin, und dieses einfach nur im Inventar haben. Das gehäutete Leder könnt ihr im Nachhinein mit dem Beruf Lederverarbeitung zu Ausrüstungsgegenständen verarbeiten oder im AHA verkaufen. Der Farmaufwand bei der Kirschnerei ist dementsprechend hoch, weil es auch wieder ein typischer Sammelberuf ist natürlich. Ihr müsst in der offenen Welt umhergehen, Viecher farmen und eben häuten. Das Goldpotenzial ist mittel bis hoch, würde ich sagen. Am Anfang, wie gesagt, da einfach dann eine deutliche Nachfrage nach Devilsaur Prebus-Items besteht. Die werde ich euch gleich noch vorstellen. Da kann man schon ein bisschen gut Gold mitmachen. Kommt ein bisschen auch auf die auf den Wettbewerb drauf an, wie viele da im Goro-Krater farmen werden. Erkläre ich gleich noch. Im weiteren Verlauf von Vanilla ist es aber eher weniger gewinnbringend, weil die Leute dann einfach besseres Gear in den Raids bekommen. Genau, jetzt bin ich hier quasi im Lehrer gerade angekommen und kann quasi hier einfach die Kirschnerei erlernen. Klassenempfehlung, ich empfehle Kirschnerei vor allem für Druide, Jäger und Schurken. Generell ist aber eigentlich jede Klasse auch für Kirschnerei geeignet, die relativ gut Solo farmen kann. Ja? Also Healer und Tanks, für euch ist es vielleicht nicht so mega geil, wenn ihr nicht so geil Solo farmen könnt. Ja? Warum für den Druide, Jäger, Schurke besonders? Einfach, weil die quasi Lederrüstung tragen und sich dementsprechend halt auch dann ihr Gear wieder selber herstellen können. Ja, kommen wir wieder zu wichtigen Gegenständen und Rezepten bei der Kirschnerei. Wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall ein Kirschnermesser im Inventar, weil wenn ihr das nicht im Inventar habt, dann könnt ihr auch keine Viecher häuten. Wichtig wäre vielleicht auch noch, dass es einige Dinge gibt, die eure Kirschner-Fähigkeit erhöhen können. Zum Beispiel gibt es erstmal eine Verzauberung, die euch einfach mal 5 Kirschner-Fertigkeit auf eure Hände gibt. Dann gibt es noch 2 verschiedene Waffen. Einmal Finkles Kirschner, den ihr in UBS bekommen könnt, der eure Kirschnerei-Fertigkeit nochmal um 10 erhöht. Und dann auch nochmal der Zulianische Schnitzler, den man dann später in Zulgur bekommt, der auch nochmal plus 10 Kirschnerei bringt. Ja, warum ist das wichtig, fragt ihr euch vielleicht. Einfach deswegen, weil es einige Kreaturen gibt, wo man einen erhöhten Kirschnerei-Skill braucht, damit man die überhaupt häuten kann. Ja, also du brauchst quasi mehr als 300. Denn zum Beispiel könnt ihr Onyx ja nur häuten, wenn ihr einen Kirschner-Skill von 315 habt. Ja, dann droppt ihr immer zwischen 1 und 3 Schuppen, glaube ich. Und mit diesen Schuppen könnt ihr dann übrigens auch den Onyxia-Schuppen-Umhang herstellen. Der sehr wichtig für den Raid ist im späteren Verlauf. Wenn ihr dann nämlich Blackwing Lair, also Pechschwingen-Hort, raiden wollt, dann braucht jeder im Raid einen Onyxia-Schuppen-Umhang, damit der Nefarian-Fight überhaupt bestanden werden kann, quasi. Und das Kernleder von den Kernhunden in Molten Core kann, wie gesagt, auch nur mit einem höheren Skill gelootet werden. Ich meine, da reicht schon 305 oder 310. Bin ich mir aber nicht sicher. Und da auf jeden Fall auch immer ein Lederer eures Vertrauens dabei haben, der das dann einfach looten kann. Denn mit dem Leder kann man auch viele gute Dinge herstellen. So, Freunde der Nacht. Und das Beste kommt zum Schluss natürlich. Das gute alte Teufelssaurierleder. Ja, was ihr von den Teufelssauriern im Un'Goro-Krater häuten könnt. Ich denke, hier liegt auf jeden Fall das größte Goldpotenzial vom Kirschnerberuf, dass ihr eben hier diese Dinos häuten könnt. Und ein so ein Leder wird wahrscheinlich schon um die 20 Gold wert sein, wahrscheinlich, je nach Ökonomie am Anfang. Und da kann man wirklich sehr viel Gold machen, wenn man hier schnell ist und schnell hochlevelt und quasi diese Teufelssaurier farmt, bevor die große Masse da angekommen ist. Ja, da wird es auch nochmal interessant sein, inwiefern das Layering da vielleicht auch Möglichkeiten bietet, dass man das Layer wechselt und solche Geschichten. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein Leder, was sehr, sehr interessant für euch als Kirschner ist. So, und der nächste Beruf ist Lederverarbeitung. Da müssen wir auch gar nicht weit gehen, sondern es ist quasi direkt an dem gleichen Ort, wo wir eben auch Kirschnerei erlernt haben. Bei der Lederverarbeitung ermöglicht es uns die Herstellung von Lederausrüstungsgegenständen und
Für die Herstellung brauchen wir neben einiger anderen Materialien halt eben auch dann die Leder, die wir eben mit Kirschnern häuten. Es gibt verschiedene Spezialisierungen, Elementarlederer, Drachenlederer und Stammeslederer, welche jeweils verschiedene besondere Items haben, die dann hergestellt werden können. Ja. Der Farmaufwand ist noch relativ überschaubar. Wir haben 42 Rezepte und den würde ich damit mit Mittel einstufen. Das Goldpotenzial, wie gesagt, mittel bis hoch, ähnlich jetzt auch wie bei der Kirschenreihe. Kommt immer darauf an, wie alt der Server ist, ja, ob man die Devil Source Sets eben noch gut verkaufen kann oder eben nicht. Ja, gerade am Anfang werden es einfach sehr viele benötigen und dementsprechend wird man da auch gut Sets verkaufen können. Je nachdem, wie alt der Server dann halt auch irgendwann mal ist, haben die Leute auch einfach dann ihr Gear, beziehungsweise haben auch andere Möglichkeiten, um an besseres Gear zu kommen. Ja, Klassenempfehlung hier auch, wieder ähnlich wie bei der Kirschenreihe, Schurken, Jäger, Druiden, ja, eventuell noch Schamanen, weil sie sich quasi einfach dann mit dem Beruf selber ihr Gear wiederherstellen können. Und genau, wie gesagt, gerade in der Anfangsphase des Servers kann halt sehr viel Gold mit dem Devil Saw Leder und auch mit dem Verkaufen von den Sets dann gemacht werden. Später legt sich das aber dann ein bisschen. Gut, kommen wir nun zu den wichtigsten Rezepten bei der Lederverarbeitung. Das ist auf jeden Fall, denke ich, das Teufelsaurier-Set, das Devil Saw Set. Ja, hier einmal die Stulpen und die Gamaschen. Ich denke, man kann die relativ einfach erkennen, warum das Set am Anfang so stark ist. Sie sehen hier sehr gute Werte, sehr viel ATP, sehr viel Crit drauf und auch noch sehr viel Hit, wenn wir beide Set-Teile anhaben. Und ja, wie gesagt, dieses Set will auf jeden Fall jeder Leder-DPSler, jeder Fury-Krieger am Anfang haben. Von daher wird da einfach eine enorme Nachfrage nach sein und dementsprechend viel Gold könnt ihr eben damit auch machen, wenn ihr dieses Set an andere Spieler verkauft. Ein weiteres wichtiges Item ist auf jeden Fall der Onyxia-Schuppenumhang, den auch Lederer herstellen können. Und ihr seht hier schon, schützt den Träger davor, vollständig von der Schattenflamme verzehrt zu werden. Der ist halt einfach wirklich obligatorisch für euren Raid. Wenn ihr in BWL Nefarian besiegen wollt, dann braucht wirklich jeder im Raid diesen Umhang. Dementsprechend braucht ihr auf jeden Fall auch einen Lederer in eurer Gilde, der diese Umhänge vor euch herstellt. Zwei weitere sehr interessante Lederer-Items, die auch im späteren Verlauf dann vom Spiel verfügbar sein werden, sind einmal hier der Balk der Wildnis und auch der Kernhundgürtel. Beides sind sehr gute Healer-Items, die von vielen Healern dann auch benötigt werden. Wie gesagt, aber leider werden diese Items dann auch überwiegend auch immer gildenintern hergestellt und da gibt es nicht wirklich einen Markt für, dass ihr da richtig mega fett mit Gold machen könnt, aber trotzdem sind die auf jeden Fall erwähnenswert, sind auch wichtige Rezepte vom Lederer. Und abschließend kann der Lederer auch noch mit dem Salzstreuer, das sogenannte raffinierte Tiefsteinsalz, herstellen und dadurch dann quasi einen geschmeidigen, unverwüstlichen Balk herstellen, ja, zusammen mit einem unverwüstlichen Balk. Und das ist auch ein sehr wichtiges Leder letztendlich, was für einige wichtige Rezepte dann auch benötigt wird und was eben halt auch nur der Lederer herstellen kann. Den Salzstreuer wiederum kann ein Ingenieur für euch herstellen, was auch hier wieder die Verbundenheit der verschiedenen Berufe widerspiegelt. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Beruf und zwar der Schneiderei. Bei der Schneiderei wird es euch ermöglicht, Stoffausrüstungsteile sowie Taschen zum Aufbewahren herzustellen. Zum Herstellen werden vor allem Stoffe benötigt, die von Humanoiden droppen. Vor allem die Taschen lassen sich sehr gut über das Auktionshaus verkaufen. Ja, also quasi bei der Schneiderei braucht ihr keinen zusätzlichen Farmberuf, sondern ihr könnt einfach Humanoide killen und damit eben die Stoffe bekommen. Der Farmaufwand ist relativ hoch. Wir haben insgesamt 49 Rezepte und bis man die alle hat, kann wirklich schon eine Zeit vergehen. Das Goldpotenzial auf der anderen Seite ist auch relativ hoch, weil einige seltene Rezepte relativ gut verkauft werden können, aber vor allem auch die Taschen wirklich konstant immer gebraucht werden und man damit wirklich einfach sehr gut Gold machen kann. Genau, jetzt bin ich hier gerade beim Lehrer, kann quasi einfach hier die Schneiderei erlernen und bei dem Schneidereibedarf kann ich mir dann auch quasi direkt noch verschiedene Fäden und so weiter holen, die ich dann eben für die Herstellung von den verschiedenen Taschen und Ausrüstungsgegenständen benötige. Meine Klassenempfehlung für den Schneider ist auf jeden Fall alle Caster generell, also Magier, Hexenmeister und Priester, einfach weil sie viele von den Gegenständen einfach selber gebrauchen können. Ja, zudem hat die Schneiderei eine relativ gute Synergie mit Verzauberkunst, dass man sich dann quasi bei der Schneiderei überschüssige Gegenstände einfach mit Verzauberkunst entzaubert. Da kommen wir aber gleich auch noch zu. Generell ist auch noch anzumerken, dass quasi Schneiderei eigentlich schon der beste Beruf für Caster ist, vor allem ab Phase 4, wenn dann Zul'Gurub vor der Tür steht, mehr oder weniger.
Denn dort kann man sich das sogenannte Bloodwine-Set herstellen. Und wenn man dieses Set dann erstellt hat mit der Schneiderei, bekommt man nur, wenn man selber Schneider ist, auch 2% Spell-Crit nochmal. Ja? Ihr könnt das Set auch so tragen, aber nur wenn ihr Schneider seid, bekommt ihr auch noch diesen Set-Boni von 2% Spell-Crit eben noch dazu. Und das Bloodwine-Set ist sehr, sehr stark und wird sehr lange getragen. Von daher haben einige auch die Taktik immer, dass sie quasi ab ZG dann Schneiderei machen mit ihrem Caster-Main. Ja. Kommen wir nun zu wichtigen Gegenständen und Rezepten bei der Schneiderei. Ja, die Robe der Winternacht ist eine relativ gute Robe, die man auch schon mit Level 52 tragen kann und ist einfach sehr, sehr stark für alle Hexenmeister da draußen. Die Robe des Erzmages wiederum ist tatsächlich sogar Biss für viele Caster-Klassen am Anfang. Und das Rezept ist ein bisschen schwierig zu bekommen, weil es, glaube ich, nur von Pyromancern in LBS oder so droppt. Aber wenn man auf jeden Fall das Rezept bekommen kann, dann hat man wirklich hier eine sehr, sehr gute Robe. Und was hier besonders wichtig ist, dass man sie eben quasi nur tragen kann, wenn man sie sich auch selber herstellt. Weil sie eben beim Aufheben gebunden ist, kann sie nicht einfach gekauft werden, sondern ist quasi exklusiv für Schneider. Ja, kommen wir mal zu den Taschen der Schneiderei, die ihr quasi dann im AH an andere Spieler verkaufen könnt. In der Mitte natürlich der absolute Top-Seller wahrscheinlich, die Mondstofftasche, die 16-Slot-Tasche, mit der sich einfach schon viele zufrieden geben werden. Und die wird sich wahrscheinlich wirklich durchgehend einfach verkaufen, während komplett Classic, denn Leute brauchen eigentlich immer Taschen. Oben links haben wir dann noch die bodenlose Tasche, die ist dann schon ein bisschen teurer, das werden sich wahrscheinlich ein bisschen weniger Leute auch gönnen, ja, weil man einfach sein Gold auch für andere Dinge dann benötigt in Vanilla. Und rechts unten haben wir dann noch die Kernteufelsstofftasche. Das Rezept droppt bei Kazak. Ja, es wird also ein bisschen schwieriger sein, daran zu kommen. Wenn man es dann aber hat, wie gesagt, hat man eine sehr coole Tasche, die man eben auch an Hexenmeister verkaufen kann. Oh, und zu guter Letzt haben wir dann bei der Schneiderei eben noch das gute alte Blutreben-Set, ja, das Bloodwine-Set, was eben erst mit Phase 4, also mit dem Release von Sul'Gurub, dann auch verfügbar sein wird. Und ein sehr, sehr gutes Caster-Set, was auch dann sehr lange getragen wird, auch über AQ hinaus, glaube ich, dann noch. Und ja, sehr gute Werte, sehr viel Spell-Damage drauf, sehr viel Spell-Crit und Hit. Und wie gesagt, wenn man auch Schneider ist, dann hat man eben halt auch noch diesen 2% Spell-Crit-Buff, ja. Und das ist natürlich auch einfach ein Grund, warum dann viele mit ZG dann wirklich zur Schneiderei wechseln. So, und der nächste Beruf ist das Verzaubern. Ja, damit könnt ihr eure Gegenstände und Waffen quasi mit mächtigen Zaubern stärker machen. Ja, das können simple plus Stats sein, wie zum Beispiel mehr Beweglichkeit oder Stärke. Oder eben auch Proc-Effekte auf euren Waffen. Als Materialien für eure Zauber benötigt ihr sogenannte Splitter oder Staub. Und den bekommt ihr quasi, wenn ihr grüne oder blaue oder auch dann später epische Gegenstände entzaubert. Ja, dann bekommt ihr quasi so Staub und Splitter. Und mit diesen Sachen könnt ihr dann eben andere Items verzaubern. Der Farmaufwand bei Verzauberkunst ist relativ hoch. Ja, es gibt immerhin 38 Rezepte. Und bis man die alle bekommen hat, es kann schon ein Weilchen dauern, da einige auch nicht unbedingt leicht zugänglich sind. Das Goldpotenzial wiederum ist relativ hoch, ja. Vor allem, wenn man frühzeitig an gewisse Rezepte rankommt und dann mehr oder weniger so eine Art Monopol darauf hat. Dann kann man damit schon sehr, sehr viel Gold machen. Aber auch so der 0815-Verzauberer, der einfach in Ironforge rumsteht und seine Verzauberkünste anbietet, kann eigentlich auch relativ gut Gold mit dem Beruf machen. Ja, meine Klassenempfehlung ist auf jeden Fall für den Magier, für den Warlock und für den Priester wieder. Ja, die üblichen drei Caster-Kandidaten, weil es auch einfach eine gute Synergie mit der Schneiderei darstellt, habe ich ja vorhin schon erzählt. Bei der Schneiderei stellt man oft Dinge her, die man dann nicht unbedingt braucht. Und die kann man eben einfach dann mit Verzauberkunst wieder entzaubern und hat dann quasi mehr Shards und Staub zur Verfügung. Generell kann man noch sagen, Verzaubern ist ein sehr wichtiger Beruf auch für eure Gilde. Also ich würde auf jeden Fall einer Person eures Vertrauens dann so eine Art Gildenverzauberer-Rolle auferlegen, ja, der dann wirklich die wichtigen Rezepte bei sich sammelt, damit quasi auch gewährleistet kann, damit einfach eure Gilde mit den wichtigen Enchants auch versorgt wird. Kommen wir nun zu den wichtigen Gegenständen bei der Verzauberkunst. Und zwar braucht ihr einfach direkt am Anfang, wenn ihr damit anfangt, um überhaupt Dinge verzaubern zu können, braucht ihr eine runenverzierte Kupferrute. Die könnt ihr euch dann aber relativ schnell herstellen.
Im Verlaufe des Berufelernens bekommt ihr dann immer bessere Routen im Grunde. Und die allerstärkste am Ende ist dann die sogenannte runenverzierte Arkanit-Route, wo ihr auch sehr teure Materialien zum Teil für braucht. Das heißt, wenn ihr die dann wirklich erreicht habt, ja, die runenverzierte Arkanit-Route, könnt ihr auch wirklich alle wichtigen Verzauberungen verzaubern. Ja, hier sehen wir ein paar von den Dingen, die ihr dann quasi bekommt, wenn ihr Gegenstände entzaubert. Ja, es geht hier von Illusionsstaub los, mehr oder weniger. Dann könnt ihr große ewige Essenzen bekommen oder eben bei blauen Gegenständen einen großen glänzenden Splitter oder sogar bei epischen Gegenständen einen Nexus-Kristall. Und genau diese Splitter und so weiter könnt ihr dann eben verwenden, um neue Verzauberungen auf andere Items zu verzaubern. Was man auch noch am Rand erwähnen kann, dass ihr dann mit dem ZG-Patch, also mit Phase 4, auch hier als Verzauberung Zugang zum hervorragenden Zauberöl und zum hervorragenden Manaöl bekommt, was sehr, sehr gute Waffenverbesserungen sind, ja, die dann quasi die Heiler und Caster auf ihre Waffen machen können und was dann quasi sehr viel Spell-Damage und eben auch sehr viel Plus-Heal nochmal gibt. Und beide Öle lassen sich eigentlich relativ gut dann auch noch im AH verkaufen. Ja, dann schauen wir uns hier mal an, welche Verzauberungen ihr denn überhaupt auf das normale Gear dann machen könnt. Oben links zum Beispiel große Werte, ja. Das heißt, da könnt ihr dann auf eure Brust einfach mal plus 4 von jedem Wert, den ihr habt, drauf machen. Dann Umhang geringe Beweglichkeit. Ja, das sind dann 3 Agi auf euren Umhang, auch nicht schlecht. Auf die Armschiene zum Beispiel plus 9 Stärke. Auf Handschuhe überragende Beweglichkeit, das wird dann, glaube ich, aber auch erst später freigeschaltet. 15 Beweglichkeit, auch sehr stark für Melees gerade. Oder auch hier Stiefel, große Beweglichkeit oder eben auch Stiefel, schwaches Tempo, auch wieder für Melees im PvE sehr interessant und im PvP auch. Ja. Und alle diese Verzauberungen sind eigentlich so mit die stärksten, die für die jeweiligen Gear-Slots dann zur Verfügung stehen. So, Freunde der Nacht, abschließend schauen wir uns dann hier noch die verschiedenen Waffenverzauberungen an, die man als Verzauberer hat. Und zwar ganz oben links natürlich mit dem wichtigsten, der Kreuzfahrer. Sehr starker Waffen-Enchant in Vanilla, eigentlich auch der stärkste durchgehend für die Fury-Krieger auf jeden Fall. Beim Schurke gibt es immer noch die Debatte, ob eventuell die 15 Beweglichkeit dann doch stärker sind. Rechts daneben haben wir direkt Waffe Heilkraft und Waffe Zauberkraft. Beide Rezepte droppen in Molten Core. Und das sind übrigens diese beiden Rezepte, wenn man an einen von den beiden relativ früh drankommt als Verzauberer, dann kann man wirklich sehr viel Gold auf seinem Server damit machen, ja. Das ist aber wirklich sehr luckabhängig und es kann auch wirklich sein, dass es gefühlt nie droppen wird in eurer Gilde und ihr das immer über irgendjemand anderen euch dann kaufen müsst. Wenn ihr zu den glücklichen Verzauberern gehört, die diese beiden Rezepte relativ früh bekommen, dann könnt ihr wirklich mit dem Beruf sehr viel Gold machen. Dann, wie gesagt, rechts unten sehen wir dann noch Waffe Beweglichkeit, der, glaube ich, auch etwas später erst verfügbar wird. Und bei den Schurken zum Beispiel gibt es immer so die Debatte, was da mehr Sinn macht, 15 Beweglichkeit oder eben Crusader. Bei den Chewie-Kriegern wiederum ist es sehr eindeutig, dass da eben Crusader, also Kreuzfahrer, stärker ist. Und dann haben wir eben noch links unten Zweihandwaffen Beweglichkeit. Das sind 25 Agi, das machen sich dann sehr gerne die Hunter auf ihre Zweihandwaffen. Ja, das waren im Grunde genommen alle wichtigen Rezepte für die Verzauberkunst. So, Freunde der Nacht, wir sind durch mit den neuen Primärberufen, von denen ihr quasi 2 Stück erlernen könnt. Und wir beenden das Video, indem wir noch einen kleinen Ausblick geben in die 3 Sekundärberufe, wo ihr quasi alle 3 von erlernen könnt, ja. Und wir fangen hier einfach mal ganz entspannt an mit der Ersten Hilfe. Ihr seht hier schon, Erste Hilfe ist quasi auch dort verfügbar, erlernbar, wo wir auch vorhin Kräuterkunde gelernt haben. Und meine Klassenempfehlung für die Erste Hilfe ist auf jeden Fall generell alle. Also Erste Hilfe ist einfach für jeden was so. Ja, ist einfach eine coole Geschichte, wenn man sich nebenbei mal heilen kann, wenn man zum Beispiel keine Healer-Klasse spielt, ja. Oder wenn man einfach auch ist mit seinem Healer. Goldpotenzial, wie gesagt, ist gering, beziehungsweise niedrig. Da kann man nicht wirklich Gold mitmachen mit dem Beruf, ja, weil sich jeder selber Erste Hilfe hochleveln wird. Man kann so ein bisschen, so ein paar seltene, was heißt seltene, einfach so diese Bücher, womit man eben die nächsten Skillpunkte freischaltet von Erste Hilfe, die kann man quasi vom Vendor kaufen und ins AH reinstellen, da machen manche so ein bisschen Gold mit, aber so richtig mega fett Gold könnt ihr mit dem Beruf eigentlich nicht machen. Persönliche Meinung, wie gesagt, vor allem für PvP-Spieler sehr interessant, ja, für Duelle, da mal einen Verband zu usen, ist auf jeden Fall nicht schlecht, wäre in der Levelphase auch sehr angenehm und ja, den Beruf kann ich einfach jedem wirklich ans Herz legen. So, wir machen weiter mit dem nächsten Sekundärberuf und zwar Kochen. Ja, Kochen hatte ich auch
Sehr lange überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe das immer nur auf 60 hochgelevelt, weil, also auf Skill 60, weil ich da als Schurke dann den Dieseltee mitmachen konnte. Und Dieseltee ist einfach sehr, sehr stark fürs PvE und auch fürs PvP vor allem. Aber so richtig weit hoch habe ich Kochen eigentlich nie gelevelt, ja. Es kann sich aber durchaus lohnen und ich würde es auch generell eigentlich für alle Klassen empfehlen, ja. Der Farmaufwand ist eigentlich mittel so. Man kann es relativ gut hochleveln, wenn man Angeln gleichzeitig hochlevelt, ja. Also da komme ich gleich noch drauf. Und das Goldpotenzial ist auch mittel. Ist gar nicht so mega schlecht, weil man doch das Buff-Food, was man mit Kochen erstellen kann, relativ gut im AH auch verkaufen kann, ja. Weil einfach viele haben diese Berufe, diese Sekundärberufe nicht so auf dem Schirm. Und diese Buff-Foods, gerade auch im späteren Verlauf vom Server, dann auch durchaus auch von den Raids und so weiter gebraucht werden und man die auch relativ gut im AH verkaufen kann. So, und damit kommen wir dann auch zum letzten der Sekundärberufe und zwar dem Angeln. Ich habe es eben schon angesprochen. Angeln kann man relativ entspannt zusammen mit Kochen hochleveln. Da gibt es auch einen relativ guten Guide für. Einfach mal googeln. Vielleicht verlinke ich den auch nochmal unten rein. Ja, Angeln lohnt sich auch generell für alle Klassen eigentlich, weil man, wie gesagt, auch sehr viel Spaß dabei haben kann, finde ich. Also ein kleiner Fun-Beruf auch einfach. Ja, man chillt sich irgendwo einfach in irgendeinem Teich, in irgendeinem See und angelt einfach ganz entspannt seine Sachen. Goldpotenzial, ähnlich wie beim Kochen, auch Mittel. Ja, man kann damit jetzt nicht mega reich werden. Man kann da eben seine Fische mitfarmen und die dann quasi auch zu ja, Barfood weiterverarbeiten mit Kochen zum Beispiel. Und dann auch wieder relativ gut verkaufen, ja. Oder auch zum Beispiel dieser eine Fisch, dann, wo man quasi in so einen Mensch verwandelt wird, ist auch immer relativ beliebt bei den Leuten. Das kann man auch relativ gut im AH verkaufen. Genau, persönliche Meinung sonst noch zu Angeln. Wie gesagt, kann sich in Kombination mit Kochen lohnen. Hat viele lustige Gimmicks eingebaut. Ja. Es gibt dann irgendwie so Trophäenfische, die man irgendwie sammeln kann. Ja, die dann irgendwie so, keine Ahnung, 57 Kilo Lachs oder so, den man irgendwie angeln kann, keine Ahnung. Und es gibt auch noch ein Angel-Event in Stranglethorn. Ich weiß nicht, ob das jede Woche oder jeden Monat stattfindet, wo man irgendwie auch eine gewisse Anzahl von Fischen fangen muss, irgendwie, um bei diesem Event zu gewinnen. Und ja, einfach eine interessante Geschichte und ich glaube, ich werde mir Angeln in WoW Classic mal genauer anschauen. So, Leute, und damit sind wir auch mit dem heutigen Berufe-Video fertig. Ja, wir haben alle 9 Primärberufe uns angeschaut. Alle 3 Sekundärberufe uns angeschaut. Ich hoffe, ich konnte mit dem heutigen Video eure Entscheidung so ein bisschen vereinfachen, für welche Berufe ihr euch entscheiden werdet. Wie gesagt, wichtig ist wirklich, jeder Beruf hat wirklich eine wichtige Rolle in WoW Classic. Ja, es gibt keine Berufe, die irgendwie keinen Sinn machen würden. Ich habe einfach mit dem Video heute versucht, euch so ein bisschen zu zeigen, für wen sich welcher Beruf einfach mehr lohnen würde. Ja, nicht nur vom Goldpotenzial, auch einfach so von den persönlichen Ansprüchen daran, was man einfach durch einen Beruf, ja, auch einfach für einen Spielspaß vielleicht auch bekommt. Ja, schreibt mir gerne mal unter dem Video, für welchen Beruf ihr euch jetzt nach dem Video hier vielleicht entschieden habt. Und natürlich auch, wenn ihr noch irgendwie noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen habt, dann auch gerne in die Kommentare unter das Video. Ja, ich habe ja gesagt, wie gesagt, ich will auf jeden Fall diesen gottverdammten Berufe-Guide für euch noch fertig machen. Das habe ich jetzt geschafft und ich bin mega gespannt auf eure Kommentare, Leute. Und ich freue mich mega auf nächste Woche, wenn wir dann endlich WoW Classic haben werden. Und in dem Sinne, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ja, welchen Beruf oder welche Berufe werdet ihr nehmen. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, ciao, ciao.